laufen. Los geht's. So, der Kampf geht los. Wir sind gespannt. Paul mit dem Reichweitenvorteil. Wirft den ersten Jab. Bewegt sich auch viel und schön, ne? Ja. Aber. Ringmitte gehört allerdings auch. Genau, der roten Ecke. Oh, auf, oi. Boah, der Paul, der guckt auch aggressiv, ne? Ja, ja, völlig. Der hat Bock, der hat komplett Bock. Oh, oh, siehste? Ja, ja. Oh, ich liebe auch so Spielereien, ne? Also Kämpfer einfach so Show machen, ja, ja. Ey. Aber auch sehr wild und zappelig. Ja, ja, der völlig, Paul, ne? Völlig. Siehst du auch? Nicht, dass das ihn konditionell hinterher schaden sagen. Wird. Also aber rot auf jeden Fall viel ruhiger, viel gelassener. Ja. Vielleicht sauberer. Hat, ich weiß gar nicht, rot, der Rory, hat der irgendwie Kampfsporten-Background noch? Also ja, Erfahrungswerte vorzuweisen? Also er hat 7 Boxkämpfe, davon 5 gewonnen, 2 verloren. Okay. Ist auf jeden Fall deutlich gelassener, ne? Deutlich. Ja, viel ruhiger auch. Ja. Ja gut, ne, aber durch dieses Zappelige aus der blauen Ecke, ne, da kommen die Schläge auch, da musst du echt vorsichtig sein, dir nicht zu viel. Ja, voll, das ist halt so ein bisschen unorthodox, ne, also da ist schwer zu lesen einfach. Genau, ne? auch rechte Overhand connected, aber Konter von Paul. Ja, er spielt auch immer mit seiner Zunge der Zungenman. Oh, nicht, dass er sich die abbeißt. Boah, bitte nicht, ey. Das gab's auch noch nie, ne? Der Zungenman. Der Zungenman. Sehr aktiv mit der Zunge, ne? Wenn man ja, macht, sehr aktiv. Das ist wirklich der. Seine Frau zu Hause freut sich. Aber er hat Bock, beide lachen sich an. Jetzt gerade ist es ein bisschen ruhiger hier die Phase. Ja. Na, Paul, Hände unten, kriegt aber jetzt einen Körpertreffer. Oh, der rechte Overhand nicht connected. Nicht connected, genau. Letzten 10. Jetzt kommen die Schwinger hier von Paul. Oh. Ja, aber er hat gut gesessen. Rory, gut gekontert. Oh, ja. Schön. Paul muss stehen bleiben. Jetzt. Wenn er jetzt Runde ist gleich vorbei. Ja. Nochmal gut abgetaucht. Ja. Hat ihn aber deutlich angeklingelt. Kleiner Cut am linken Auge. Ja. Aber dafür sind unsere Cutmans hier vor Ort. Vielen Dank an dieser Stelle an die Cutmans, an alle Beteiligten, die sich hier um die Gesundheit der Kämpfer sorgen und kümmern. Paul gut am Schnaufen auf jeden Fall. Ja. Steht hier direkt vor unserem Kommentatorenpult. Wird gecoacht von der Ecke. Runde 2. So. Jawohl, wir kommen zur Runde 2. Könnte jetzt gefährlich werden, wenn rote Ecke wieder den Cut trifft, ne? Dass der ja, noch weiter definitiv. Aufgeht, dass dann aufgrund dessen gestoppt wird. Das ist halt immer das im Bärnackel, ne? Ja. Das Gesicht platzt halt super schnell auf. Ja. Und um schlimmere Verletzungen zu vermeiden, wird dann gerne auch mal ein Kampf abgebrochen. Ja. Aber dafür haben wir hier unsere Ringärzte und Cutmänner und Cutfrauen. Gibt's auch. Danke fürs Gender. Ja, ich gender natürlich. Sehr gut. Oi. Paul versucht es immer mal wieder mit dem linken Schwinger, der kommt aber sehr, sehr langsam tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das an seiner Nase blutet jetzt. Ja. Das leckt er weg, das Blut. Ich wollte gerade sagen, das leckt er weg. Die Zunge ist wieder aktiv. Ja. Oi. Oi. Aber das war, ja, das war ausgerutscht. Ja, ich glaube tatsächlich. Mit der Ferse. Ja, der ist halt sehr wild, sehr zappelig, ne? Er kann nicht mehr, ne? Ja. Er fasst sich gerade an die Knie, geht runter mit dem Oberkörper, ist ein bisschen erschöpft, glaube ich. Ja. Und im Fallen trifft Rory noch einen Schlag. Ja. Das hat tatsächlich gut gesessen, glaube ich. Och, der kann nicht mehr. Ende. Ja. Ja, der Kampf. Nein. Der ist durch. Der Kampf ist vorbei. Ja. Besser so. Ja. Gut ja, entschieden vom Ring. Ja, definitiv. Paul hat auch mit dem Kopf geschüttelt. Glückwunsch an die rote Ecke. Glückwunsch an Rory, der sein TBL-Debüt im Bärnackel hier gewinnt. Beide zollen sich Respekt.
haben sich im Arm. Das ist immer schön zu sehen. Ja gut, hat der Paul natürlich konditionell ein bisschen nachgelassen. Ich denke mal, dieses Rumgezappel, das hat ihm tatsächlich die Kondition gekostet. Ne? Die Zunge. Die Zunge war es. Gesichtskirmes, das hat zu viel Energie gekostet. Ja. Na gut. Wir kommen zum Urteil. Dieser Kampf endet durch TKO in der zweiten Runde und geht an die Rote Ecke, Rory McCarthy. Ja, definitiv. Situation überschaut, Kampf dominiert gut. Oh. Did you have fun? Zum What's next? A little sleep. 2 days without sleeping. Ui. 3 Tage nicht geschlafen. Geiler Typ, sehr sympathisch, auch wenn er knallert. Also einen positiven Knall, ne? Nicht böse. Der hat einfach nur Spaß. Congratulations. You won your fight. You. I saw the development of your technique from the first fight to this fight. I saw how hard you worked. Paid off. I have something for you. I'll switch to German and then someone will translate. Oh, jetzt kommt's. Konstantin, eine kleine Überraschung. Wir haben uns entschieden, dass, also es gibt hier viele Kämpfer, die 100, 200 Kämpfer haben, die bei TBL Classics kämpfen und in Gürtel. Es gibt aber auch Kämpfer wie Rory, wie Paul, die anderen, die wirklich von der Straße kommen, aber trotzdem ihr Leben verändern wollen und das Beste aus sich machen können. Deswegen haben wir uns entschieden, extra Gürteln zu machen für Leute, die einfach nicht so viel Erfahrung im Boxen haben, aber trotzdem kämpfen, also wirklich für Kämpfer mit Herz. Stark. Ein extra Gürtel, was heißen wir Champs from the Street. Und wir haben hier jemanden, er hat 2 Kämpfer bei TBL gemacht. Ich kenne ihn schon länger. Wir haben uns kennengelernt 2017. Wir haben hier die erste Spartan Fight Night Kämpfen gegen Kinderkrebs gemacht. Und da hat er auch gekämpft. Und seitdem kennen wir uns. Ist ein guter Freund von mir. Er hat heute allen die Hände getaped. Er hat die beiden Kämpfer hier als Cutman betreut. Und wir haben uns entschieden, dass wir einen Kampf machen zwischen Rory und Sebastian Knobloch. Wo ist der? Auch sehr, sehr geil. Das wird wahrscheinlich dann der Titelkampf für King of the Streets. Ach, für Champ of the Streets, sorry. King of the Streets. Here we go, das wird ein Stare-Down. Mit Bandana. Stare-Down, TBL 9. Champions Belt, Sebastian Knobloch gegen Rory McCarthy. Geil, viele Emotionen dabei. Es wird ein super Kampf. Ja. Beide sehr respektvoll zueinander, finde ich gut.